Kann ich die echt nicht mit Feuer kriegen? Doch. Kann ich. So gut, das reicht erstmal. Nimmst du den noch mit? Gut. Jo, haben wir das auch geschafft. Jetzt wollte ich aber eigentlich komplett zurück. Und zwar hier lang, genau. Weil da waren... Ich bin ja nur so eine Mauer hochgegangen. Oh, das war knapp. Und dann war ich auf einmal hier oben. Das ist ja alles nur Geheimbereich hier oben, bin ich der Meinung. Also zumindest hatte ich das... Ach, da, ja, genau. Ich will hier nochmal zu... Oh Gott, das dauert jetzt zwar ein bisschen länger, aber ich will da oben das nochmal eben fertig machen. Und wie gesagt, das ist auch der letzte Part, in dem wir jetzt uns gerade befinden. So vermute ich mal. Und ich möchte lieber erst das da oben noch fertig machen. Und dann können wir uns ja beim nächsten Mal überlegen, ob wir da unten weitermachen, weil das ist doch schon der finale Bereich. Oder ob wir erst nochmal zurückgehen zu den ganzen anderen Leveln. Ich wäre, glaube ich, fast eher versuchen, zu den anderen Leveln nochmal zurückzugehen und den Rest zu holen. Weil wir erlernen keine neue Fähigkeit mehr. Der Wandsprung ist meines Wissens das Letzte, was wir kriegen können. Genau, so. Das war jetzt ja alles nur Geheimbereich. Deswegen gehe ich jetzt hier zurück. Und wir gucken jetzt einmal in diese Richtung. Ja, das war gut, ne? Ja. Oh, yeah, yeah, yeah. Gespeichert hast du aber eben gerade, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. War da gerade eine Fee? Schon. Achso, hier. Okay. Ja, okay, das ist in Ordnung. Das ist die Frage. Das kann ich wahrscheinlich schaffen, ne? Ich muss halt nur ein richtiges Timing erwischen. Ach, komm, war das wieder ärgerlich. Oder ist es genau andersrum gedacht? Das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich ist es eher genau andersrum gedacht, ne? Das Teil macht so ein geiles Geräusch. So, pass auf. Ich eben gucke. Das ist nur... Ja, ich glaube nur ein Rundgang. Aber... Hier gab es doch was. Da, hier war die Wand, wo ich durchgegangen bin. So, jetzt gab es aber... Moment. Erstmal will ich den Blatt machen hier, der nervt. Genau, ich kann da links auch noch rein. Da ist nämlich auch noch was versteckt. Zum einen. Das ist jetzt nicht viel. Hätte aber sein können. Und dann geht es jetzt hier rechts ja offiziell weiter. Und diesen Gang wollte ich erst mal zu Ende machen, bevor wir uns jetzt dem weiteren Bereich da widmen. Hier geht es ja auch noch weiter. Ach so. Nee, ne? Oh, wir haben hier tatsächlich alles. Seht ihr das? Wow, wir haben hier alles. Okay, dann war's, also war das nur eine Abkürzung. Doof von mir. Oh. Das konnte ich doch nicht wissen. Also wir müssen uns den Fahrstuhl jetzt doch nochmal antun. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Was wusste ich doch nicht. Es ist ja für mich zum Spielen auch blind. Okay, also nochmal rein hier. Und gut, dann gehe ich nochmal da schnell zu der Stelle hin, wo wir gerade waren. Das werden wir auch noch alles abklären. Zumindest so weit, wie wir noch kommen in den letzten, ja, knapp eine Viertelstunde. Und, ja, dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal erreichen. Also, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das denn machen würdet. Also, ich glaube, ich würde erstmal den alten Kram dann holen. Also, zumindest bevor ich den Endboss gegenüber trete. Das auf jeden Fall. Da holen wir den Rest. Aber vielleicht kann ich bis dahin ja auch schon mal hier in Rots Bereich noch ein bisschen was einsammeln. Darf ich hier runterspringen? Und, ja, versuchen wir es einfach mal. So, also, hi. Jetzt ist die große Frage, wo muss ich das nochmal genau lang? Hi. Hier links. Ja, ich habe ihn getroffen. Das ist die positive Nachricht. Ja, hat gut geklappt. Hi. Ich habe ihn erwischt, das ist auch gut.
Problem ist, dass ich den da halt von hier aus nicht erwische, oder? Doch. Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gedacht und dann doch richtig gemacht. Oh, hi. Das Nette ist, wie gesagt, man muss diese ganze Kugelstrecke nicht nochmal machen. Allerdings, ach, jetzt muss ich doch. Wie, zurück muss ich nicht, aber hin muss ich? Was ist das für ein Scheiß? Oh, das ist nicht euer Ernst, oder? Oh, okay, vielleicht ist es ja gar nicht so lang. Oh, vielleicht ist es doch sehr lang. Oh, scheiße. Echt? Ich hab na gut. Das wusste ich nicht. Weißt du, zurück darf ich so, aber hin lassen sie mich. Hm. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Das ist lustig, ja. Das ist aber, diesmal hat es geklappt. Schütz mich ruhig. Genau, blitz mich nochmal. Ach so, das war das, ja, ja. Aber ich habe hier alles eingesammelt. Von daher können wir ruhig ein bisschen durchheizen. Oh, das ist falscher Weg. Habe ich denn hier auch alles? Ist das die gleiche Welt? Ja, es ist die gleiche Welt. Also ich habe hier definitiv alles. Also ich brauche mich hier nicht mehr umgucken. Das ist schon mal gut. Ach, ich vergesse das immer. Wieso vergesse ich das denn die ganze Zeit? Kurzzeitgedächtnis, ey. Und unkonzentriert. Alles auf einmal. So. Ah, zu früh. Ja, da war ich wieder zu hektisch, weil ich gedacht habe, oh, lieber springen. Kannst nichts mit verkehrt machen. Aber man kann damit alles verkehrt machen. Hat er mich hat die doch gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich wusste doch, dass ich zweimal nacheinander springen muss. Wo bin ich jetzt genau? Ach, da. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Hm. Genau. Oh, das hat geklappt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach, bin zu früh gesprungen. Ich wollte eigentlich mit euch noch ein bisschen was Neues. Ich wusste nicht, dass wir das jetzt hier nochmal neu machen müssen. Das war doch vorhin nicht so. Und da habe ich das Spiel noch gelobt. Oh, das ist aber nett, dass wir den Bereich nicht mehr machen müssen. Hm. Total nett. So, das haben wir auch geschafft. War hier gleich Ende im Gelände, ich glaube. Ja, das ist jetzt sehr nett, echt. Und da war die Zielgerade, bin ich der Meinung. Also wenn ich diesen Bereich gleich gemacht habe, Gas geben und hoffen, dass alles gut geht. So, komm her jetzt hier. So, Gas geben. Normal dürfte nichts passieren. Oh. Ich weiß, dass das die Zielgerade ist. Da sind wir vorhin auch lang gefahren. Wieder zu früh. Ja, 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 das läuft. Das läuft. Die Nase läuft. So. Heppa. Und wieder voll in den Feuerball rein. Geil. Jetzt verplempern wir den Rest des Parts mit diesem Blödsinn, den wir schon längst geschafft haben. Hm. Oder kann ich einfach. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, guck gleich mal was nach. Hab eine Idee. Vielleicht kann ich sagen, Fahrt beenden oder so. Ich kann nur ganz normal beenden machen. Das ist normal, also ganz normales Level. Also, da kann ich nicht sagen, ich überspringe das. Okay, 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 okay. Peppa. So, jetzt gib Gas und jetzt bitte. Versucht nicht diese scheiß Lavakugel zu treffen. Ich will einfach nur durchfahren. Sehr gut. Jawohl. So, jetzt haben wir es doch, meine ich doch. Oh, Gott. So, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. So, wie war denn das jetzt nochmal?
Hallo. Warte mal. Ich habe das. Nee, das habe ich schon einmal eingekauft. Alles gut. Genau, jetzt kommen wir gleich die neuen Phönix. Ach du. Ach, ja. Ja, du Sackgesicht. Stellt er sich mitten in den Weg und. Ja, los doch, Spyro. So. Zack, zack, zack. Au. Ist das doch der gleiche Bereich? Ja. Genau. Bis ich dann gleich per Tunnel die Karte wechsle wahrscheinlich. Das, also hier haben wir wirklich alles. Das freut mich. Piep. Kleiner Piepmatz. Dankeschön. Ich fühle mich wie die Hyäne. Schön, dass die wenigstens alle wegbleiben. Also wenn man sie einmal alle 8 besiegt hat, dann scheinen sie auch wirklich wegzubleiben. Aber man kriegt dafür echt nur so eine blöde Kugel, ne? Na gut. Man kann ja nicht alles haben. So, das haben wir auch. So, jetzt bin ich schon wieder hier. War das jetzt da? Ja. Ich bin richtig. Alles gut. Lauf doch durch. Genau, hier kann man das Bereich wechseln. Und dann kann ich gleich mal gucken, was da. Gut, da habe ich ja noch gar nichts, weil ich habe noch nichts eingesammelt. Schnaffelskaschnapper. Da. So. Muss nur wieder aufpassen, dass ich gleich den richtigen hier. Genau, diese Lücke nicht übersehe. So, und dann kommen wir jetzt in einen. Ach ja, das war der Scheiß. Das hatte ich ja noch gar nicht geschafft, ne? Nee. Scheiße. Ich hab doch wieder nicht geschafft. Also, ich will zumindest auf die andere Seite noch in diese Bahn kommen. Ja, hier drüben. So. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir eigentlich ganz gut Fortschritt gemacht haben. Wie gesagt, wir haben mit 68% die Aufnahmesession begonnen. Das war jetzt vor 8 Parts. Für euch also vor 4 Tagen. Und. Ich weiß nicht, bewegen die sich oder? Ja, die bewegen sich tatsächlich. Okay. Dann hätte ich vielleicht mal warten sollen. Also sinken tun die anscheinend tatsächlich nicht. Das hatte ich erst befürchtet, dass die auch noch absinken oder absacken. Dem ist wohl nicht so. Das heißt, ich kann mir Zeit lassen und gucken, wie nah bin ich denn dran. Also kann ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Also relativ, weil der Part ist bald rum. Aber fürs Spiel kann ich mir Zeit lassen. Also den nehmen wir mal so mit, wie er ist. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt entfernen wir uns gerade. Jetzt gehen wir drauf zu. Der kommt auch gerade auf mich zu. Sehr gut. So, der verschwindet gerade. Jetzt geht er wieder zurück. Okay, alles klar. Frage ist, wie weit geht er hin, ne? Das müsste reichen. Ja, und das reicht auch. Perfekt. So, jetzt haben wir nur noch den einen und dann kommen wir schon wieder an Land. Mit Schattenedelstein, sehr schön. Und da werde ich bestimmt auch dann einen Speicherpunkt finden. Dann können wir vielleicht noch ein paar Sachen einsammeln und dann haben wir doch ein recht würdiges Ende. Ich sehe schon meinen Speicherpunkt. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Doch bewegen wir uns vorwärts. Ja, das sollte reichen. Und das schaffen wir auch. Tada! Nein. So, was haben wir denn jetzt hier in dieser Welt? 5 Eier, 6 Kristalle. Och, das sind die hier wieder. Die kennen wir doch. Also man kann echt super alles einfrieren, das ist geil. Ja.
Oh, ist das eine Wand zum Springen? Oh! Da haben wir gerade einen neuen Bereich geöffnet. Das ist also so eine Edelsteintür, wie wir sie auch letztes in diesem Dschungelgebiet schon hatten. Und die müssen wir ja auch noch öffnen. Jetzt sehe ich mal, das ist gar keine richtige Welt. Ich würde jetzt gerne nochmal eben einen Dietrich holen. Alter, zwei. Ja, einer reicht. Lass mich zufrieden. Ah, dann gucken wir uns doch mal eben kurz die Edelsteintür an, würde ich sagen. Was es hier so gibt. Ob das ein längerer Bereich ist oder nicht. Oh, hi. Ja, der hat mich jetzt gerade getroffen. Aber den können wir auch einfrieren. Das habe ich ja eben schon gesehen. Ja, ich bin hier. Ich will es trotzdem mal probieren. Ach, komm. Ja, das geht schon. Kann ich da eigentlich was mit machen hier? Strom vielleicht? Ne, hätte sein können. Weil die sah so ein bisschen verdächtig aus, die Plattform, als wäre da irgendwas mit. Ich kann hier tatsächlich den Boden kaputt hauen. Ne, kann ich nicht. Das sah ja so aus. Oh, muss ja weiter. What is in here? Ach, damit kann ich tauchen, ne? Oh Gott, damit kann ich in der Brühe tauchen. Das Ei will ich noch haben. Die Kiste noch haben. Den hier. Mach den bitte kaputt. So. Dann hole ich mir mal eben Luft. Also Luft ist relativ. Einen neuen Schub. So. Sehr gut. Hat doch geklappt. Und da war noch mehr. Zum Beispiel diese Kiste. In dem linken Bereich hier lang. So eine Kiste. Okay. Wer weiß, vielleicht ist hier noch mehr versteckt hier unten. Weiß es nicht. Hier ist noch was? Ja, da ist ein Lichtgestein. Gucken wir als erstes. So, dann nehmen wir die noch mit. Oh, den auch noch. Nein, komm mit. Komm mit. So, und jetzt versuchen wir nochmal Luft zu kriegen. Oh, das wird knapp. Das wird jetzt nichts mehr. Ne, jetzt bin ich tot. Aber ich habe wenigstens die beiden Edelsteine eingesammelt. Vielleicht kriegen wir diese Suppe dann noch zu Ende gelöffelt. Hört sich auch gut an. Ach, jetzt bin ich... Oh. Wieder normal hier alles machen. So. Zumindest mal wieder hier. Tada! Wo bin ich jetzt? Falsche Richtung. Okay, also ich habe zumindest, glaube ich, da rechts Ei, da Edelstein und hier. Aber ist hier gar nicht mehr. Ach so, ist das nur eine Sackgasse? Das ist nur eine Sackgasse, okay. Ich dachte, hier müsste ich noch wieder einen Ausgang finden. Also einfach wieder zurück, okay. Das kriegen wir hin. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück. Speichern da ab. Habe ich euch einfach ignoriert? Sowas. So. Noch einer hier? Hey. Ja, wunderbar. Dann haben wir das ja auch erledigt. Dann ist das gar nicht so viel mit dieser einen Tür, die wir da übersehen haben. Das heißt, übersehen haben wir die ja gar nicht.
Ich gucke doch mal, ob ich noch zur nächsten Libelle komme. Und dann würde ich sagen, lass mal den Part ausklinken. Aua. Oh, da ist ja hier Ratten. Ratten für Ratten hier. Das ist doch gut. Den machen wir noch mit. Da kriegen wir noch ein Prozent dazu. Jawohl. Ah, sehr, sehr geil. Ey, man kann echt alles einfrieren, ne? An Gegner. Das ist so super. Das ist echt genial. So. Ach so. Ich kann diese Waffen, diese Bärenfallen kann ich einfrieren. Das ist natürlich geil. Das ist richtig geil. Hier drüben. So, da ist nix. So. Sieh ihn gerade gar nicht. Ich höre aber einen Edelstein. Oh. Weil wir alles hier platt machen, was geht. Da oben ist einer, okay. Da ist aber auch ein Ei. Nee, das ist kein Ei. Ja, dachte ich erst. Ja gut, trotzdem müsst ihr vielleicht noch irgendwo... Ah, okay, das ist gut. Ach, falsches Feuer. Falsches Feuer vor allem. Der Part ist eigentlich total rum. Ich möchte jetzt aber schnell noch eben... Klar, wir können jederzeit speichern, aber ich muss ja zumindest einen automatischen Speicherpunkt finden, damit ich... Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich... Genau, ich kann hier lang. Und ich kann wahrscheinlich da auch hoch. Also... Wandsprungmäßig, oder? Bin mir nicht sicher. So, jetzt haben wir einen Speicherpunkt. Danke, das hast du mich geblitzt, Dings? Ich weiß es nicht. Wir speichern mal jetzt gemeinsam ab und dann gucke ich mal, was wir jetzt erreicht haben. Normalerweise speichere ich immer alleine ab. Wir haben jetzt 83%, meine lieben Freunde. Sehr, sehr geil. Ja, also ich finde, wir haben wieder gut was erreicht. Vielleicht wird die nächste Aufnahme noch nicht die letzte, weil es ist ja noch einiges zu erledigen. Aber wir machen gute Fortschritte. Und es wird. Und da müssen wir mit dem Bandsprung wahrscheinlich noch hoch zu dem Typen. Da ist nämlich der Lichtegstein. Ja, ich hoffe, es macht euch weiterhin Spaß. Wir kommen jetzt echt ganz gut voran. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.